Hey Leute, in diesem Video möchte ich einmal mit dir darüber reden, worauf du achten solltest, wenn du neue Filter-Ein- und Ausläufe an deinen Außenfilter anbringst. Hey Leute, hier ist wieder Tobi von AquaOwner, dem deutschen Aquascaping-Kanal. Und in diesem Video möchte ich dir einfach nur mal ganz schnell ein paar kleine Tipps mit auf den Weg geben, wenn du neue In- und Ausläufe an deinem Außenfilter anbringen möchtest. Viele von euch werden sicherlich Glassware einsetzen, also In- und Ausläufe aus Glas, zum Beispiel die klassische Lillipipe. Mittlerweile gibt es auch In- und Ausläufe aus Edelstahl, was mein persönlicher Favorit ist. Ich freue mich immer sehr, diesen Edelstahl-Look im Becken zu haben. Ich benutze ja auch schon seit jeher nur Edelstahl-CO2-Diffusoren. Und deshalb habe ich mich auch dafür entschieden, in diesem Fall für mein neues Eheim 35 Liter Becken Edelstahlfilter Ein- und Ausläufe zu benutzen. Ich benutze da das Set von Shihiros, das Shihiros Metal Jet Pipe Set. Es ist also eine Metal Jet Pipe als Ausfluss und ein Einfluss ebenfalls aus Edelstahl, der übrigens auch kompatibel ist mit den klassischen Filterguards, ja, also mit diesen Netzüberziehern, damit da keine Garnelen reinkommen. Das passt alles wunderbar aufeinander und ist auch schön aufeinander abgestimmt. Beim Installieren von Glassware oder von Edelstahlware ist es ja so, dass ihr zuerst mal natürlich den passenden Durchmesser haben müsst. Bei den Filtern ist es ja so, ihr habt in der Regel Schlauchanschlüsse von 12-16 mm oder von 16-22 mm. Das bedeutet konkret, in dem einen Fall sind die Schläuche 13 mm und in dem anderen sind die Schläuche 17 mm. Das sind die Werte, die ihr wissen müsst, wenn ihr halt auf der Suche nach zusätzlichen Ein- und Ausflüssen seid. Dieses 12-16 und 16-22, das ist der Außen- und der Innendurchmesser des Schlauches. Also bei 12-16 habe ich einen Innendurchmesser von 12 mm und einen Außendurchmesser von 16 mm. Das bedeutet, der Schlauch ist 4 mm dick. Damit das jetzt dicht abschließt, muss natürlich das Stück, auf was ich den Schlauch draufschiebe, etwas dicker sein, damit er sich so ein bisschen dehnen muss, damit halt genug Kraft ausgeübt wird, damit das Ganze auch dicht ist. Und deshalb wird dafür ein 12-16 mm Schlauch etwas benutzt, was 13 mm Durchmesser hat, also etwas dicker ist als der Innendurchmesser. Und da ist natürlich jetzt das Problem, wie kriege ich das vernünftig da drauf geschoben? Bei Edelstahl könnte man auch sagen, gut, kannst ein bisschen Gewalt anwenden, das passt schon. Aber spätestens bei Glassware wird das ein bisschen heikel, wenn ihr da zu viel Druck ausübt, weil dann würdet ihr nicht die Ersten sein, die bei solchen Geschichten sich die Lillipipe zerbrechen, und das wollt ihr natürlich nicht. Deshalb, Tipp Nummer 1, sorgt dafür, dass sowohl die Lillipipe oder der Einfluss, Ausfluss, was auch immer, feucht ist und der Schlauch ebenfalls feucht ist. Beides muss feucht sein, und zwar von innen und von außen idealerweise, damit ihr möglichst wenig Reibungswiderstand habt, wenn ihr das aufschiebt. Die Feuchtigkeit verdunstet dann irgendwann und dann funktioniert das Ganze sehr gut. So blöd das jetzt klingt, aber das funktioniert am besten mit Spucke. Spucke ist ein sehr gutes Gleitmittel in dieser Hinsicht, weil es eben auch wieder komplett verdunstet und deshalb dann eine dichte Verbindung schließt. Tipp Nummer 2. Sorgt dafür, dass der Schlauch warm ist. Dafür könnt ihr den einfach irgendwie so eine halbe Minute in heißes Wasser legen. So habe ich das bisher immer gemacht. Nehmt euch also eine Schüssel mit heißem Wasser, haltet den Schlauch da rein, wartet eine halbe Minute und schiebt ihn dann auf. Je wärmer der Schlauch ist, umso flexibler, umso dehnbarer ist er. Das heißt, macht den vorher warm. Ihr könnt euch auch einen Föhn nehmen und den Schlauch ein bisschen anföhnen. Völlig egal, wie ihr das macht. Auf jeden Fall sorgt dafür, dass der Schlauch warm wird. Dann könnt ihr ihn nämlich einfacher aufschieben. Und dann Tipp Nummer 3, wenn ihr die Sachen aufschiebt. Schiebt nicht einfach linear, sondern dreht den Schlauch immer so ein bisschen. So, als ob ihr etwas aufschraubt. Ja? Ihr müsst ihn jetzt nicht komplett rumdrehen, aber immer so ein bisschen von links nach rechts drehen. Dann geht der Schlauch wesentlich einfacher da drauf. Und dann würde ich euch empfehlen, schiebt den Schlauch so weit drauf, wie ihr könnt. Wenn es auf einmal sehr leicht gehen sollte, dann würde ich sagen, sowas in Richtung 2-3 cm Überstand ist dann völlig ausreichend. Aber ansonsten generell schiebt ihn wirklich so weit drauf, wie ihr könnt. Dann seid ihr auf jeden Fall sicher, dass das Ganze dicht ist. Und dann vielleicht noch als zusätzlicher Hinweis, sozusagen als Tipp Nummer 4. Die meisten Schläuche, egal ob es jetzt die waren, die beim Filter dabei waren, oder ob ihr euch extra Schläuche geholt habt, sind nicht sonderlich flexibel. Die haben immer so eine gewisse Steifigkeit, und dadurch, dass sie meistens aufgerollt kommen, haben die so eine Art vorgefertigte Richtung. Versucht euch daran so ein bisschen zu orientieren, dass ihr euch schon vorher überlegt, wie soll der Schlauch verlaufen von meinem Filter zum Auslauf, und dass ihr den Schlauch dann entsprechend so dreht, dass möglichst wenig Gegendruck entsteht. Denn bei den Ausläufen ist es zum Beispiel so, in meinem Fall jetzt, die werden mit zwei Saugnäpfen außen am Becken befestigt. Wenn da jetzt vom Schlauch her, weil die Biegung eine völlig andere ist, zu viel Druck auf die Ausläufe ausgeübt werden würde, dann würden die halt einfach nicht so dort
stehen, wie ich sie gerne hätte. Ja, ich möchte sie schön gerade links und rechts neben dem Becken haben. Aber wenn der Schlauch auf einmal eine ganz andere Biegung macht, dann drückt er einfach dagegen und würde das verschieben und das sieht blöde aus. Deshalb orientiert euch da auch immer so ein bisschen daran, wie der Schlauch bereits gebogen ist, um halt diese Biegung so ein bisschen zu nutzen, um den Schlauch dann eben sauber zu verlegen, damit das Ganze auch vernünftig aussieht. Deswegen nur ein kurzes Video und ein paar kleine Tipps, wie ihr eure Schläuche besser auf neue In- und Ausläufe anbringen könnt. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen. An dieser Stelle blende ich dir wie immer zwei weitere Videos ein, die dich vielleicht interessieren können. Schau sie dir auch auf jeden Fall mal an. Da ist bestimmt noch was Interessantes für dich dabei. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib ihm doch bitte einen Daumen nach oben. Dann weiß ich nämlich, dass es dir gefallen hat. Und vergiss auch nicht, diesen Kanal zu abonnieren, denn dann verpasst du keine weiteren Videos mehr in der Zukunft. Du wirst dann immer informiert, wenn ich ein neues Video rausbringe. Also wir sehen uns jetzt beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao, ciao.